Lagerspiel beim Turbolader oder Wellenspiel, wie man auch immer das nennen möchte. Was es bedeutet, was es damit auf sich hat und wie ihr das selber überprüfen könnt, möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz erklären in diesem Video. Das Lagerspiel ist sehr stark abhängig von der Bauweise des Turboladers, von der Größe des Turboladers und von der Lagerung. Die Welle in dem Turbolader dreht sich, logisch. Deswegen muss diese Welle auch irgendwo locker sein. Das heißt, ich muss immer ein gewisses Spiel in diesem Turbolader haben. Wenn dieser Turbolader ein Kugellager hat, dann ist es so, dass diese vielen kleinen Kugeln verschiedene Kontaktpunkte haben. Wenn der Turbolader ein Gleitlager hat, dann hat dieses Gleitlager, was praktisch ein Ring ist, auch irgendwo ein Spiel in alle Richtungen. Beim Kugellager ist das Spiel immer noch ein bisschen größer, bedingt durch die Kugeln, die da drin stehen, die dann einen gewissen Abstand auch miteinander haben. Was nicht passieren darf, ist, dass die Wellen, ob jetzt abgasseitig oder frischluftseitig, gegen das Gehäuse stoßen. Das heißt, wenn ihr den Turbolader rüber drückt und dann die Welle drehen wollt, dann darf diese Welle nicht am Gehäuse kratzen und hängen bleiben. Damit könnt ihr relativ einfach das Lagerspiel überprüfen. Wir kriegen oft diese Anfrage, ja, mein Turbolader wackelt, ist der jetzt kaputt? Der ist per se nicht kaputt, der muss wackeln, es muss ein gewisses Spiel drin sein. Man kann aber auch nicht sagen, so und so viel Millimeter oder 0, Millimeter darf es wackeln, sondern ihr müsst so ein bisschen, ich sag mal, das Gefühl entwickeln ist sicherlich schwer, wenn ihr bei euch, bei eurem Turbolader nachschaut. Aber vom Prinzip her könnt ihr sagen, in dem Moment, wo ihr die Welle rüberdrückt und nicht mehr drehen könnt, dann verkantet, also dieses Verdichterrad mit dem Verdichtergehäuse verkantet, dann ist das Spiel zu groß, dann stimmt irgendwas nicht. Anders wiederum, und jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr einen neuen Turbolader kauft, kugelgelagert, dann hat man manchmal genau diese Situation. Man kann die Welle rüberdrücken und das Verdichterrad bleibt stecken. Das liegt aber daran, dass noch nicht das Öl in dem Turbolader war. In dem Moment, wo Öldruck aufgebaut wird und Öl zwischen diesen Kugeln und dem Rand des Lagers hängt, habe ich das Spiel verkleinert von diesen Kugeln zwischen dem Lager, auch wenn es nur ein ganz feiner Ölfilm ist. Und das reicht häufig aus, dass dann dieser Zustand eben nicht mehr da ist. Das heißt, wenn ihr eine Wellenspielüberprüfung macht, an einem neuen Turbolader macht es in der Regel keinen Sinn. Aber an einem gebrauchten Turbolader, verkannten, Problem, nicht verkannten, per se erstmal in Ordnung. Jetzt gibt es das Spiel aber noch in diese Richtung. Das ist dann meistens, dass irgendwelche Ringe hier ausgeschlagen sind oder irgendwas anderes kaputt ist. In diese Richtung darf sich die Welle auch leicht bewegen. Die muss sich auch leicht bewegen können, klar, weil alles da drin beweglich ist. Und hier kann man sagen, auch ich sage jetzt mal, wenn ihr hier gegen drückt und dann nicht mehr drehen könnt, dann stimmt was nicht. Könnt ihr es noch drehen, ist es in der Regel in Ordnung. Soviel zum einfachen Überprüfen des Lagerspiels. Aber Moment, da fällt mir gerade noch was ein, worauf ihr achten müsst. Ich hole da mal was. Ich habe da mal was vorbereitet. Ihr müsst auf eine Sache aufpassen. Jetzt habe ich hier so ein Beispiel und hier könnte man jetzt sagen, naja, stößt ja gar nicht an im Gehäuse, dreht sich ja noch. Bei dem Turbolader ist der Schaden so weit, man sieht es hier ziemlich stark wackeln, dass das Lager so weit kaputt ist, dass die Schaufeln an dem Verdichtergehäuse geschliffen haben. Hier in dem Fall sogar noch umgeknickt sind, das gibt es halt noch in einer kleineren Ausführung, aber wenn die diese kleinen Kanten haben und man sieht, oh, das ist schon so ein bisschen kaputt geschliffen, dann schaffe ich es natürlich, das hier zu drehen, ohne dass es stoppt, aber das ist dann komplett kaputt. Dieses Video ist Teil einer Serie, Turbolader einfach erklärt. Wenn ihr Lust habt, schaut unten in die Beschreibung, da findet ihr den Link zur kompletten Playlist und könnt euch auch die anderen Themen anschauen.